Okay, wir machen hier nochmal ein Video, mit dem gezeigt werden soll, wie man für eine Zahlenfolge eine rekursive und eine explizite Beschreibung aufstellt. Wir haben hier eine Zahlenfolge gegeben, schauen wir uns die mal näher an, und zwar wieder, indem wir eine Tabelle machen. Na? Gut, n und an. 3, 4, 5, 6 und so weiter. Gehen wir diesmal ein bisschen weiter. So, das erste Folgenglied ist die 10, dann kommt die 15, dann die 30, 35, 70, 75, 150. Okay. Und wie immer fangen wir erstmal mit rekursiv an, weil das ja hier an der Stelle zumindest vielleicht auch leichter zu verstehen ist. So. Fangen wir vielleicht gleich mit dem an, was man normalerweise gerne vergisst. Wir nehmen mal das erste Element, das ist die 10. So, und jetzt wollen wir wieder schauen, wie ergibt sich ein Element aus dem vorherigen. Also, wie komme ich von der 10 auf die 15, von der 15 auf die 30, also von der 10 auf die 15, von der 15 auf die 30, von der 30 auf die 35 und so weiter und so weiter. Und wenn man sich die näher anschaut, stellt man fest, okay, hier kommen 5 dazu, da kommen 5 dazu und da kommen 5 dazu. Das scheint ja wohl so eine Art Regelmäßigkeit zu sein. Ja, und da sieht man, das ist mal 2, ne? Mal 2. Und hier mal 2 und da mal 2. So, plus 5 mal 2, plus 5 mal 2, plus 5 mal 2. Okay, das scheint ja die Struktur dieser Folge zu sein. Das liegt jetzt natürlich daran, dass ich die Folge schon länger angeguckt habe oder vielleicht auch, dass ich die Aufgabe mir selbst überlegt habe, ne? Dass ich da so schnell drauf komme. Normalerweise kommt man da nicht so schnell drauf, muss überlegen und schauen, versuchen, irgendwelche Strukturen zu erkennen. Dann liegt man vielleicht daneben, dann muss man nochmal anfangen und so. Also da muss man viel mit Intuition arbeiten und mit Erfahrung. Aber irgendwann kommt man vielleicht auf eine Struktur so, und das wäre jetzt sozusagen unsere Idee. Und jetzt setzen wir uns nochmal fort und gucken, wie sie weitergehen würde. Also 150 müsste ich erstmal 5 dazu addieren. Da wären wir bei 155, ne? So, dann als nächstes wieder mal 2, dann sind wir bei 310 und dann wieder plus 5, dann sind wir bei 350. So funktioniert, 315, so. So funktioniert die Folge. Okay. Es ist also ein Unterschied, je nachdem, ob ich ein Folgenglied berechnen will mit einer geraden oder einer ungeraden Position, muss ich entweder was zum vorherigen drauf addieren oder das vorherige mit 2 multiplizieren. Also wenn ich ein gerades Element berechnen will oder ein Folgenglied mit einer geraden Position, muss ich immer das vorhergehende nehmen, plus 5. Und wenn ich eins mit einer ungeraden Position habe, das vorhergehende mal 2. Da bietet es sich eigentlich an, und das ist jetzt am einfachsten, eine Fallunterscheidung zu machen. Na, machen wir das mal. Fallunterscheidung. Also an plus 1 ist gleich. So. An plus 5, also im einen Fall müssen wir an plus 5 rechnen und im anderen Fall 2an. So, und in welchem Fall? Und jetzt muss man wieder aufpassen mit n und n plus 1 und so weiter. Wir wollen A, nehmen wir mal hier A2 berechnen. A2, dann ist N1. Und im Fall, wenn wir A2 berechnen wollen und N1 ist, müssen wir 5 dazu addieren. Ebenso bei 4, 6 und 8. Also dann, wenn N3, 5 und 7 ist. Also wenn N ungerade ist, müssen wir 5 dazu addieren. Ich schaue das mal hier in Klammern. Wenn N ungerade ist. Und wenn n gerade ist, dann 2an. Ne, da kann man sich schnell vertun, sagt man hier, hier bei A, ich will ja A4 berechnen, dann muss ich 5 dazu addieren, aber A4 zu berechnen heißt in dem Fall, dass n gleich 3 ist. Und da muss man also ein bisschen aufpassen. So kann man das machen. Ja? So hätte man hier
eine Fallunterscheidung. Das ist okay. Explizit ist ein wenig schwieriger in diesem Fall. Da muss man ein bisschen genauer hingucken. Also wie wieder die Frage, wie berechne ich aus dem n direkt an? Ne? Und wenn man sich die Zahlen ein bisschen anschaut, dann stellt man ja ein paar Besonderheiten fest. Nämlich, wenn man sich immer das zweite anschaut, ne? Dann haben wir hier die 10, 30, 70, 150, 310. Was ist mit den Zahlen? Das sind immer die nächstgrößten, die entstehen durch so große Sprünge. Ne? Die entstehen durch große Sprünge immer mit dem mal 2. Und durch die mal 2 Sprünge könnte man sich ja vorstellen, dass das irgendwie so ähnlich ist wie Zweierpotenzen. Ja? Die Zweierpotenzen sind ja 1, 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Aufgepasst, 1, 2, 4, 8, 16, 32. So wie es aussieht, haben wir hier folgende Situation. Wir haben in dem Fall n, also wenn wir an berechnen, wenn ich jetzt a, also wir haben wieder zwei Fälle, machen wir es mal so, ne? So. Wenn ich jetzt die ungeraden ans, also die ans mit ungeradem n berechnen will, 1, 3, 5, 7 und so weiter, dann habe ich offensichtlich irgendwie sowas wie 2 hoch irgendwas mal 10. Wie machen wir das jetzt hier? Mal überlegen. Wir schreiben vielleicht uns hier oben mal kurz rechts in die Ecke die Zweierpotenzen. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Machen wir auch eine kleine Tabelle. Gucken, ob ich das hier hinkriege. N und 2 hoch N. Ne? Fangen wir mal bei 1 an. 1 ist dann 2 hoch 1 ist 2. 2 hoch 2 ist 4. 2 hoch 3 ist 8. 2 hoch 4 ist 16. 2 hoch 5 ist 32 und so weiter. Das müsste eigentlich lang als Beispiel, also als Orientierung. So. Also. Greifen wir uns mal eins raus hier. Nehmen wir uns mal raus die 7. Von der 7 muss ich auf die 150 kommen. Davon muss ich zunächst mal von der 7 auf die 15 kommen, um dann 10 dran zu hängen. So. Oder von der 9 auf die 31 und auch eine 0 ranhängen oder mit 10 multiplizieren. Also 9 auf die 31. Von der 9 muss ich auf die 31 kommen. Rechts oben komme ich von der 5 auf die 32. Von der 7 muss ich auf die 15. Von der 4 komme ich auf die 16. Von der 5 auf die 7. Von der 3 auf die 8. Ich muss also immer fast die Hälfte der Zahl hier links nehmen und dann die Zweierpotenz davon. Also 7 auf die 15, 9 auf die 31. Nehmen wir uns mal die 9. Von der 9 auf die 31 ist dasselbe wie 9 plus 1 halbe, so komme ich auf die 5, ne? Auf die 32. Ich muss zur 9 1 dazu addieren, dann bin ich bei der 10, durch 2 ist 5 und dann bin ich bei der 32, wenn ich 2 hoch 5 nehme. Also 2 hoch n plus 1 halbe. Gucken wir nochmal, ob es stimmt. Also nehmen wir mal die 5. 5 plus 1 ist 6, halbe ist 3. 2 hoch 3 ist 8. Ne? Genau. Jetzt komme ich hier von der 5 auf die 7. Also ja, fast die 8, ne? Das war ja das Ziel. Ich muss jetzt nämlich noch Folgendes machen. Ich muss davon 1 abziehen.
denn wir sind ja nur fast die Zweierpotenzen, und mit 10 multiplizieren. Mann, Mann, Mann. Ganz schön kompliziert, ne? Gucken wir nochmal, ob es stimmt. Da ist man sich nie so sicher. Nehmen wir mal die 9. Also 9. 9 plus 1 ist 10, halbe ist 5. 2, 5 ist 32, minus 1 ist 31, mal 10 ist 310. Wunderbar, das funktioniert doch, ne? Und zwar ist das jetzt der Fall für n ungerade. Das kriege ich jetzt natürlich nicht mehr da rechts hin. N ungerade. So. Jetzt müssen wir bei n gerade schauen. Das ist ja eigentlich immer dasselbe wie eben gerade auch, nur 5 mehr, ne? Also, ich muss jetzt von der 8 auf die 155 kommen. Und von der 10 auf die 315. Gut, um von der 9 auf die 310 zu kommen, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben 9 plus 1 durch 2 gerechnet. Um von der 10 auf die 315 zu kommen, muss ich jetzt einfach nur 10 durch 2 rechnen. Das ist 5. 2 hoch 5 ist 32 und dann ziehen wir 5 davon ab, oder? Gucken wir, ob das funktioniert. Also ich muss jetzt hier einfach rechnen, 2 hoch n halbe. Na, brauchen wir keine Klammer, ich mache es jetzt trotzdem, ist ja schon angefangen. Mal 10 minus 5 für n gerade. Schauen wir mal, ob es funktioniert. An einem anderen Beispiel, also nehmen wir mal die 4 und nehmen wir die 6. Von der 6 wollen wir auf die 75. Also was rechnen wir? 2 hoch 6 halbe, 2 hoch 3 ist 8. Mal 10 ist 80, minus 5 ist 75. Wunderbar, funktioniert. In dem separaten Video erkläre ich nochmal, wie man jetzt hier beispielsweise das in eine einzige Formel schreiben kann. Irgendwie ist ja vielleicht nicht so schön, dass man das hier in einer... ich habe hier sogar Pfeilchen, stelle ich gerade fest. Mal gucken hier. Ah, habe ich einen Pfeil, toll. Also, vielleicht ist es ja nicht so schön, wenn man das hier in der Fallunterscheidung hat. Ne? Vielleicht möchte man das gerne in einer einzigen Formel schreiben. Das zeige ich euch in einem separaten Video, aber das so ist es vollkommen in Ordnung. Wenn man so eine explizite Beschreibung als Fallunterscheidung hat, reicht vollkommen aus. Alles andere wird vielleicht dann auch ein bisschen kompliziert zu erstellen, aber das gucken wir uns, wie gesagt, in einem separaten Video an.